Weiter geht's mit Corekeeper. In der letzten Folge haben wir wieder etwas an der Basis gebaut, haben hier einmal eine Wohnung für uns gebaut und zwei weitere Räume. Einen Raum, wo wir Eier ausbrüten und einen Raum, wo wir alle ausgebrüteten Eier lagern. Und für ein bisschen Abwechslung werden wir diese Folge mal ein bisschen was anderes machen. Und zwar mal unsere Ausrüstung bearbeiten. Ich habe hier immer noch die Accessoires, die ich mir damals hergestellt habe vor Ewigkeiten. Und es wird Zeit, hier mal ein bisschen was zu upgraden. Und zwar möchte ich immer drei verschiedene Rüstungen dabei haben. Einmal hier. Meine Allround-Rüstung, die ich immer anhab, wenn ich irgendwie rumlaufe oder so. Dann wird hier eine Rüstung hinkommen, die ich für Bosse benutze. Die werde ich wahrscheinlich schon wieder mal wechseln, dass da irgendwie so ein starker Nahkampfbild drin ist und mal ein starker Fernkampfbild und ja, was ansonsten auch so einfällt. Und hier bleibt die Minenarbeiter-Rüstung. Die hätte ich gern immer dabei. Die können wir eigentlich auch gleich nochmal verstärken. Die ist schon wieder fast komplett kaputt. So. Und wenn wir schon mal Sachen verstärken, können wir auch mal die gottgesandte Rüstung verstärken. Mittlerweile haben wir ja genug Ressourcen. Machen wir somit auch schon mal ein bisschen mehr Schaden und haben eine höhere Chance auf die Seelen. Dann würde ich sagen, fangen wir damit an, ein paar Truhen aufzumachen. Und zwar würde ich ganz gerne Oktarinkisten aufmachen. Davon habe ich aber leider nur eine. Das heißt, sie bleibt erstmal drinnen. Aber Galaxietruhen können wir ein paar aufmachen. Aus den Oktarinkisten hatte ich eigentlich vor, mir die rostige Halskette rauszuholen. Ich glaube, so hieß die. Denn die würden wir dann ausrüsten anstatt der schwarzen Halskette. Die gibt mich nochmal ein bisschen mehr Bergbauschaden. Aber dann müssen wir die gleich mal so suchen gehen. Und hier aus den Galaxietruhen hätte ich ganz gerne die Nomadenringe. Dann würde ich nämlich die Goldringe wegpacken und dafür die Nomadenringe ausrüsten. So, mal sehen, ob wir Glück haben. Erste Truhe schon mal nicht, aber wir bekommen hier einen Wurfdolch. Da hatte ich auch überlegt, ob ich den vielleicht benutze anstatt den Bogen. Aber das bin ich noch am Überlegen. Na gut, dann mache ich einfach mal weiter die Truhen auf, guck mal, was ich bekomme. Und hoffe mal, dass ich Glück habe, hier zwei Nomadenringe rauszubekommen. Naja, hier ist schon mal der erste. Sehr gut. Der gibt uns plus 46 maximale Gesundheit und 17,7% mehr Schaden. Den werden wir uns gleich ausrüsten. Mal sehen, ob wir noch einen zweiten bekommen. Oh, langsam wird's eng. Letzte zwei Truhen. Und es sieht nicht so aus, als würden wir ihn bekommen. Letzte Chance. Komm schon. Oh ja! Ich habe mich schon wieder in der Wüste gesehen, wie ich stundenlang rumlaufe, um ihn zu suchen. Aber haben wir Glück gehabt. Haben wir hier zwei Nomadenringe. Die werden wir uns gleich ausrüsten. Wir werden aber nochmal unsere alte Rüstung hier behalten, damit wir einen Live-Damage-Test machen können. Also einmal ein Vorher-Nachher-Vergleich, um zu sehen, wie sich der Schaden verbessert hat. Oder verschlechtert, kann ja auch sein. Dann haben wir das alles hier bekommen, plus noch das, was hier in dieser Truhe war. Also, eine ganz gute Ausbeute. Dann würde ich sagen, sortiere ich den ganzen Kram mal kurz weg. Dann würde ich sagen, suchen wir als nächstes die Hufeisenhalskette. Hieß die, glaube ich. Die hört auch nochmal den Schaden um 15%. Habe ich schon wieder vergessen. Aber werden wir ja sehen, wenn wir sie gefunden haben. Und die bekommt man, wenn ich mich recht entsinne, hier aus dem Sumpf. Ja, aus dem Sumpfbiom, aus dem Seebiom. Und zwar in diesem Tempel drinne. Deswegen wundert mich das, dass ich die noch nicht habe. Weil eigentlich habe ich mich ja hier schon relativ gut umgeguckt. Aber dann würde ich sagen, schnappen wir uns das Boot, was wir von Jürgen bekommen haben. Und fahren hier einfach mal nach links und erkunden ein paar Tempel. Und ich hoffe mal, wir haben Glück und es dauert nicht so lange, bis wir eine finden. Ach ja, ich laufe gerade an diesem Portal vorbei. Ja, immer noch ein Trauerspiel. Oh ja, das ist viel angenehmer. Und ist so viel schneller. Und was ist das hier schon wieder? Alter, fast gestorben wieder. Das ist echt nicht normal. Diese Dinger spawnen, das gibt's nicht. Wenn wir schon mal unterwegs sind, können wir eigentlich auch wieder ein paar Anfassnass-Samen mitnehmen. Und Pinkpaya. Allerdings kann ich hier nirgends so anhalten. Oh oh. Oh 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 oh. Okay, das war knapp. Und eine Sackgasse. Oh, ich hasse dieses Biom. Wieso habe ich hier nochmal gebaut? Komme irgendwie auch gar nicht durch. Hier sind überall Inseln im Weg. Und wenn ich schon mal auf dem Weg bin, werde ich auch zwischendurch mal auf Inseln anhalten und nach diesen Seemuscheltruhen gucken. Denn da kann die rostige Halskette rauskommen, die wir noch für das Bergarbeiter-Set brauchen. Ja, auf diesen Inseln, die so frei sind, gibt es auch oft Truhen. Mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Sieht aber nicht so aus. Wahrscheinlich wurde die auch schon abgebaut und mitgenommen. Ich würde sagen, ich gucke erstmal noch ein bisschen weiter weg. Ah genau, diese Truhen meinte ich. Mal sehen. Keine Halskette drinne, aber die brauchen wir hier. Hier unten ist direkt noch eine. Ich töte aber erstmal die Monster. Und hier haben wir auch nichts. Okay. Schade, schade. Aber dann suche ich mal weiter. Oh, ich glaube, da kam sie gerade aus der Truhe raus. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, rostige Halskette. Das nenne ich mal lucky.
einfach so eine Holzkiste. Dann gucken wir mal. Wir haben jetzt gerade 1885 Bergbauschaden. Und mit der Halskette 1925. Also ein gutes Stückchen mehr. Und wir haben noch nicht mal den Skill auf Maximum. Den haben wir erst auf 92. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Und wir haben noch keine Foodbars. Es gibt ja auch noch Essen, das den Bergarbeiter Schaden erhöht. Da würden wir also locker auf 2000 kommen irgendwann. Vielleicht können wir damit dann sogar die Labyrinthwände one-shotten. Da dauert das nicht mal so lange, die zu farmen. Aber dann brauche ich auch eigentlich gar nicht mehr auf diese Inseln hier drauf. Da habe ich alles. Außer halt die Samen. Aber ich glaube, die kriegen wir auch so noch irgendwann zusammen. Es ist wahrscheinlich sogar schneller, die in der Wüste zu farmen. Und da immer diese kleinen Pflanzen kaputt zu machen da. Da kommen die Samen nämlich, glaube ich, auch raus. Dann würde ich sagen, gucke ich mal weiter nach so einem Wasserdungeon hier. Damit wir dann hoffentlich auch bald die Hufeisen-Halskette finden. Und wenn ich schon mal da bin, nehme ich auch gleich wieder ein paar Fackeln mit für die Basis. Was ist das denn hier? Ist das ein Ladefehler oder fängt ihr jetzt Arceus Wildernis an schon? Ne, hier ist Arceus Gebiet. Oh, na gut. Da muss ich wohl ein bisschen woanders lang gucken. Aber ich denke, ich bleibe hier am Strand, zerstöre die ganzen kleinen Quallen und baue hier die ganzen Pflanzen ab. Für ein paar Samen. Wenn man hier schon mal so eine große offene Fläche hat, kann man das auch mal machen. Gut, ich glaube, ich verlasse den Strand erstmal. Ich bin ein gutes Stückchen lang gelaufen. Aber ich bin ja eigentlich auf der Suche nach einer Festung. Und die finde ich so nicht. Dafür haben wir aber 20 Anfasssamen bekommen. 28 Pengpaya. Und eine ganze Menge an Kram. Inventar ist auch schon wieder bis oben hinzugemüllt. Aber da kann ich jetzt nichts gegen machen. Keine Lust nach Hause zu laufen. Und dieser See ist schon wieder zu Ende. Na toll. Ich habe mich wohl für keine gute Richtung entschieden. Ich gucke nochmal hier hin. Und wenn es auch nichts wird, brauche ich mich doch nach Hause. Lass Inventar aus. Und gehe nochmal in eine andere Richtung los. Wenn es hier so viel Blauschleim gibt, dann nehme ich doch gleich was mit. Wir müssen da später nicht nochmal suchen gehen, wenn wir die Mobfarm vergrößern. Jetzt hört er hier gar nicht mehr auf. Aua, das war knapp. Da sind leider hier überall so viele blöde Viecher. Ich habe jetzt keine Lust, hier wirklich rumzukämpfen. Oh, und hier ist auch direkt so ein Tempel. Gucken gleich rein, wenn wir alles abgebaut haben hier. Gut, ich glaube, ich habe alles. Wir haben jetzt 486 Blauschleim. Einfach fast auf einer einzigen Stelle gefunden. Wo war dieses große Vorkommen, als ich es noch gesucht habe für die Mobfarm? Gut, nehmen wir unser Bergarbeiter-Set. Mal sehen, können wir jetzt hier one-shotten? Ah, ne. Schade. Gut, dann die Laterne mitnehmen. Was werfen wir weg? Landseetang, den braucht keiner. Und dann die Bäume sehen auch ganz cool aus. Ja, kommt weg. Großer Landseetang, den braucht auch keiner. Und dann plündere ich hier mal alle Truhen, die ich finde. Nachdem ich noch was weggeworfen habe hierfür. Ja, Tentakelpeitschen haben wir auch mehr als genug. Okay, los geht's. Ich glaube, aus diesen großen Kisten kann der auch rauskommen, die Halskette. Also auch mal schön die kaputt machen. Ich glaube, das war's mit dem Dungeon. Dann guck ich mal einen weiter. Ich hoffe, beim nächsten habe ich mehr Glück. Oh, das könnte es sein. Was kommt weg? Der Weißring? Ja. Turkois Halsreif. So hieß das? Wie komme ich da auf Hufeisen? Vielleicht, weil es aussah wie ein Hufeisen, habe ich es mal Hufeisen genannt. Aber gut, damit haben wir das Ding. 16,3% mehr Schaden. Tauschen wir aus gegen die Goldkristall-Halskette. Die kann auch direkt in den Mülleimer. Und dann haben wir eigentlich schon alles. Mehr brauchen wir hier nicht. Dann würde ich sagen, porten wir uns gleich einfach mal zurück. Ich nehme hier unten mal kurz die Sachen mit. Jetzt habe ich die Goldherzkette weggeworfen. Ich wollte einen Damage-Test machen. Also manchmal denke ich auch nicht richtig nach. Egal, wir können uns einfach wieder herstellen. Die kostet nicht viel. Das Gute ist, wir haben mal 50 Samen, noch 55 Samen und 43 weitere Kristalllampen. Das wird uns später einiges an Zeit ersparen. So, dann haue ich den ganzen Rest hier auch noch mit rein. Und dann stellen wir uns gleich nochmal eine weitere Halskette her. Gut, die hat glaube ich 10 Gold und einen Artikel in Edelstein gekostet oder so. Ja. Ach komm, als wenn wir jetzt direkt die polierte bekommen haben. Oh Mann. Okay, nochmal ein Kristall und 10 Gold. Gut, haben wir die normale. Und dann haben wir auch gleich nochmal den direkten Vergleich zwischen poliert und nicht poliert. Das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Man könnte sogar überlegen, ob man die polierte Goldkristall als Kette lieber nimmt. Als einfach den Tarkus anstatt die Hufeisenhalskette. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die so genannt habe. Okay, wir haben jetzt wieder unser altes Set. Dann testen wir unseren Damage am besten mal. Ich würde sagen, wir schnappen uns einfach mal 500 Gold und kaufen uns so einen Schleimbeschwörungsstein. Damit schwören wir Igneos und testen an dem unseren Charme. Gut, hallo, ich hätte gerne einen Beschwörungsstein. Danke. Und dann ab zu Igneos.
Das steht hier sogar noch. Oh, dann hätte ich mir das ja sparen können. Aber dann mal sehen. Wir machen hier 800 Schaden. 800 Schaden, 700 Schaden. Bitte nehmen wir den Hasen weg. Der stört nur. 1700, wenn wir kritten. 600, 600. So zwischen 600 und 800 Schaden machen wir. Dann tauschen wir mal hier zu der neuen Ausrüstung. Und gucken mal, wie die performt. Ja, das sieht in etwa gleich aus, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen stärker. Wir kritten für 2000 und machen so konstante 800 Schaden. Oh, bitte mach die Truhe nicht kaputt. Danke. Oh ja, er ist rübergesprungen. Sehr gut. Dann tauschen wir erst einmal die Hufeisen-Halskette gegen die politische Gold-Kristall-Halskette. Mal sehen, wie viel Schaden wir jetzt machen. Jetzt hören wir auf zu kritten. 800 auch, glaube ich. Ja, könnte sogar ein bisschen mehr sein. 900. Ich glaube, die ist sogar stärker. Ich gehe nochmal kurz umrüsten. Dann teste ich das nochmal genauer. Ja, doch, so machen wir ein bisschen weniger Schaden. Nicht viel, ungefähr so 30 Punkte weniger Schaden machen wir. Aber haben oder nicht haben, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, ist das hier unsere neue Ausrüstung. Machen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden jetzt. Dann gehen wir erstmal zurück nach Hause. Denn ich glaube, ich würde auch gerne nochmal meine Waffen ändern. Und zwar habe ich am Hin und Her überlegen zwischen dem Galaxie-Chakram. Das Ding würde 108 bis 130 Fernkampfschaden machen. Und 2,5 Mal pro Sekunde angreifen. Macht also weniger Schaden als der Phantomfunke, greift dafür aber schneller an. Und der gibt noch fast 40% kritischen Trefferschaden. Also entweder den hier oder diesen Dagger, den wir vorhin hatten. Der macht genau das gleiche, nur mit dem Unterschied, dass er 20% kritische Trefferchance gibt, anstatt Schaden. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich den Phantombogen vielleicht austausche. Denn ich denke, eine höhere Angriffsgeschwindigkeit bringt uns mehr. Da wir damit öfters die Seelen triggern können. Und im Skillbank gibt es ja auch Chance, dass immer so zu 10% wird der Gegner zurückgeschreckt oder sonstige Sachen. Hier 20%ige Chance, ein Ziel zu betäuben, wenn man ihn trifft. Oder hier 2% Fernkampfschaden, wenn immer man einen Gegner trifft, stapelt sich bis zu 10. Diese ganzen Stacks würde man halt viel schneller hochkriegen mit einer Waffe, die schnell angreift. Und wir suchen ja auch noch nach einem starken Haustier. Da gab es, glaube ich, auch noch ein paar Buffs, die besser sind mit Angriffsgeschwindigkeit. Deswegen mein Gedanke zum Wechseln. Wir müssen nur erstmal gucken, was wir am Ende mehr haben. Kritische Trefferchance oder kritischen Trefferschaden. Und dann entscheiden wir uns, welchen wir nehmen. Ich sehe gerade, ich hatte sogar noch eine Goldhalskette hier liegen. Ich hätte mir gar keine herstellen müssen. Ich muss diese Folge leider in zwei Parts aufteilen, da es nicht schafft, den Rest zu schneiden. Es ist zwar ein bisschen blöd, aber ich denke, hier ist auch ein ganz guter Punkt, um mal einen Cut zu setzen. Der zweite Teil der Folge kommt dann, wie immer, morgen um 15 Uhr. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr selber mitspielen wollt, könnt ihr euch das rechte Video angucken. Da wird erklärt, wie ihr beitreten könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag.